So. Ich habe euch ja versprochen, dass ich so schnell wie möglich den zweiten Teil abdrehe. Und ich muss dazu sagen, ich bereite mich null auf so einen Real Talk vor, sondern ich spreche einfach so, was mir noch, was präsent ist und was für euch wahrscheinlich auch ja, wichtig ist zu wissen, so wie es vielleicht bei mir abgelaufen ist oder wie auch eine Prep. Nicht nur, oder vor allem nicht wirklich nicht nur die Sonnenseiten zeigt, sondern dass auch jemanden, der Wettkämpfe bestreiten möchte, klar sein muss, welchen Tribut das es fordern kann. Es muss nicht. Es kommt natürlich auch immer auf die mentale Einstellung darauf an, wie ist dein Umfeld gepolt auf die Wettkämpfe, auf deine sportlichen Ambitionen, auf ja, auf deine Ausrichtung von deinen Wünschen. Und ich würde mal sagen, dass mein Umfeld damals oder sagen wir mal die ersten zwei Preps nicht gegeben sind, gegeben waren. Mittlerweile sieht es auch etwas anders aus, weil man ja auch wächst und sich natürlich mit dem abgibt, was einem auch gut tut, was einem die mentale Stärke gibt. Und nichtsdestotrotz ist es wichtig, natürlich immer zu reflektieren, auch sich selbst zu reflektieren. Das versuche ich und das mache ich auch regelmäßig. Prinzipiell muss es aber immer mir in erster Linie passen. Das klingt in erster Linie sehr egoistisch. Ich bin in meinem Leben sehr gut damit gefahren. Menschen, die sich in dieser Zeit von mir verabschiedet haben, waren nicht wahrscheinlich richtige Freunde, weil sie meine Bedürfnisse nicht akzeptiert haben. Ich bin extrem ein toleranter Mensch und dementsprechend finde ich es immer schön, wenn das mir auch, ja, wenn das mir auch gegeben wird, aber das darf man nie was erwarten. Erwartung ist immer eine Erwartungshaltung von dir aus, was du von anderen dir wünschst. Und das schließt halt nicht aus, dass man enttäuscht wird. So, letzt zum Punkt. Wir gehen zu Throwback 2014. Ich habe also meinen Wettkampf abgeschlossen. Ich kam da in eine kleine Krise, in eine, ich würde jetzt nicht sagen Lebenskrise, aber es war schon nicht einfach, weil, wie ich schon im Vorvideo so ein bisschen angedeutet habe, vor oder nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf und dementsprechend habe ich sehr schnell zugenommen, hatte keine Perspektive, hatte keinen Job, keinen Halt mehr aus meinem sozialen Umfeld. So, ich sage jetzt mal eben, mein Freund hat sich damals oder wir haben uns damals getrennt, also er hat sich von mir getrennt, das muss ich ganz klar sagen. Und ja, dann war Dezember, Januar, Februar. Es gab berufliche neue Perspektiven. Ich hatte einen Job angefangen in einem Fitnessstudio. Das hat mich mega gefreut. Da war ich eigentlich mega happy, weil es so also meine Passion war. Ich dachte, okay, das ist wirklich das, was ich möchte. Und habe nebenzu aber noch in einer anderen Firma gearbeitet, in einem Empfang. Das war so mein Brötchenjob. Und dachte in erster Linie, dass ich mich da ein bisschen verwirklichen kann im Fitness. Nichtsdestotrotz, das, vielleicht kennt man es, ich sage jetzt mal, das typische Beispiel ist, ein Koch, der 100% arbeitet, mag dann nicht noch zu Hause kochen. Ist oft so. Ich habe zum Glück einen Koch zu Hause, wo es nicht so ist. Er arbeitet aber auch nicht nach 100%. Aber ich habe dann herausgefunden, dass ich, wenn ich im Fitness arbeite, zusätzlich, dass ich nur noch im Trainer rumgelaufen bin. Also ich hatte gar keine Lust mehr, dann noch zusätzlich dort zu trainieren. Ja, also war das auch nicht so die beste Lösung. Nichtsdestotrotz war ich dort eine Zeit lang angestellt. Das war okay in dieser Zeit. Und ich ging dann so im Mai 2015 in meine zweite Prep. Ich habe dann relativ gut aufgebaut und natürlich auch viel Fett, aber auch Muskelmasse. Ich habe dort sehr, 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 sehr schwer trainiert. Ich hatte meine Rekorde geknackt, so was
nicht Kniebeugen, sondern was Deadlifts anbelangt. Ich war da, glaube ich, bei 140 Kilo, das ich gezogen habe. Heute würde ich das niemals mehr so tun. Das ist ein Wunder, dass ich keinen Bandscheibenvorfall davon getragen habe. Aber ich habe gut profitiert, ich habe gut Muskelmasse zugelegt. Wollte das eigentlich gar nicht so. Ich wollte mehr eigentlich Kraft aufbauen, aber das geht natürlich in einher. Und so kam es, dass 2015 wir gestartet sind mit der Diät, etwa im Mai. Wenn ich mich richtig entsinne, sind wir mit 1800 Kalorien gestartet. Also auch schon völlig okay, aber die Tendenz ist natürlich dann nach unten. Und ich war dort wirklich, ich wollte aus den Fehlern lernen, was ich 2014 gemacht habe. Also ich habe mir ein sicheres Umfeld geschaffen. Ich bin keine Beziehung eingegangen, wo ich nicht wusste, dass dieser Mann oder dieser Mensch zu 100% hinter mir steht. Und somit war das auch Nebensache. Ich habe gute Sponsoren an dieser Zeit, zu dieser Zeit an meiner Seite gehabt, die mich unterstützt haben, entweder mit Kleidern oder sogar mit Lebensmitteln, also Fleisch etc. Das war für mich mega. Ich habe mir sogar einen Kühlschrank zugetan für meine eigenen Trutenbrust und Bulle etc. Und lief alles wirklich zuerst lief es wirklich wie am Schnürchen. Ich nahm gut ab, man sah schnell die Definition, die Kraft war auch noch gegeben und so im Juli würde ich sagen, fing es an zu harzen. Ich muss dazu auch sagen, dass so eine Wettkampfvorbereitung alleine zu durchstehen einsam ist, sehr, weil ich es damals so gehandhabt habe, ich habe auch etwa so ein 100% Pensum gehabt mit meinen zwei Jobs, habe ich entweder gearbeitet, ich war im Gym oder ich war im Posing oder am Cardio machen. Und es war völlig okay, ich habe mich ja darauf eingestellt, ich wusste ja circa, was auf mich zukam, habe den Bikini auch viel rechtzeitiger bestellt, habe auch gesagt, Deadline ist dann und dann, wenn ich ihn nicht habe, will ich mein Geld zurück. Und das hat dann auch geklappt. Ich habe dann den schon relativ früh gehabt, ich glaube so im August. Die Wettkämpfe sind ja immer so im Oktober. Und so im Juli ging es nicht mehr vorwärts. Es ging nicht mehr vorwärts. Ich kam mit dem Gewicht nicht runter, ich wurde schwammig. Ich kann es mir auch heute nicht ganz so erklären. Ich glaube, das sind so, waren viele Faktoren. Ich war vielleicht unglücklich mit der Situation, dass ich alleine war und mich mir gewünscht hätte, dass jemand an meiner Seite ist, der mit mir das durchsteht. Klar ist man nie alleine in dem Sinn, vor allem wenn man in so einer Szene ist. Es gibt ganz viele, die mit in der Diät waren und die für mich da waren, aber es ist halt nicht das Gleiche. Das ist, wenn du nach Hause kommst, banale Sachen, Smalltalk, hey, wie war dein Tag, Schatz? Wie hast du es gehabt? Komm, wir gehen schlafen, etc. Wir sind soziale Wesen. Menschen brauchen diesen Kontakt. Auf jeden Fall war ich nicht ganz so happy, habe dann auch zwei, drei so, ich sage jetzt mal, Typen kennengelernt, aber das war halt nichts Richtiges, habe ich auch so nicht befriedigt, sowohl als auch. Und dann kam es halt dazu, dass ich auch, wie gesagt, formtechnisch nicht so auf der Höhe war, obwohl ich wirklich vieles richtig gemacht habe. Und ich habe dann damals mit meinem Coach zum Formcheck habe einen Formcheck vereinbart und wir haben gesehen, also die Form ist okay, aber noch weit entfernt vom Wettkampf. Und da mussten wir das Training umstellen, weil nach etwa so 4-5 Kilo, wo ich abgenommen habe, hat man so langsam auch gesehen, was so darunter ist. Und es war halt schon viel Fett, aber es war auch zu viel Muskulatur. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste und das Paradoxeste, was passieren kann bei Bodybuilding. Da geht es um Muskulatur zu präsentieren, Visualität. Und ich war zu muskulös für meine Bikini-Klasse. Und wie gesagt, es gab auch damals noch keine Wellness-Klasse und somit wollte ich auf keinen Fall in die Figurenklasse, weil das war dann wirklich, da musste ich auch anders posen, da musste ich die Latte schön rausnehmen. Ich fand das für mich nicht ästhetisch, ich fand zwar die Klasse ästhetisch und ich habe auch ein paar Freundinnen, die sehen unmenschlich gut aus in der Figurenklasse. Das war aber nicht meins. Ich
finde es schön, wenn man noch weiblich ist und beziehungsweise wenn ich weiblich bin und es auch so posen kann und mich so präsentieren kann. Und somit kam das für mich nicht in Frage. Also haben wir uns entschieden, kurzfristig das komplette Training umzustellen, das komplette Cardio zu erhöhen. Und ich weiß noch, ich bin so Ende Juli, bin ich nur noch auf HIIT umgestiegen, also auf High Intensive Interval Training. Cardio wurde komplett gestrichen. Und ich habe wirklich nur noch Supersätze gemacht. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe den Kraftsport überall. Also ich liebe das Krafttraining, ich liebe schwer zu trainieren, ich liebe an meine Grenzen, was eben Kraft anbelangt, zu kommen. Aber ich verabscheue Cardio und ich verabscheue dieses ganze Herzgestoße nach oben. Und es war für mich echt eine Challenge. Also die ersten paar Mal dachte ich, okay, ich sterbe. Und die anderen Male darauf habe ich einfach aufgehört zu denken. Das ist so, ich habe es 5-mal machen müssen. Das Training war so. Ich war dort auch natürlich etwas niedriger mit den Kalorien. Wir haben auch übrigens die Proteine gestrichen fast, weil natürlich Protein safe den Muskel, und das wollten wir nicht. Wir wollten eigentlich, also wir haben ganz rudimentär Muskelabbautraining betrieben müssen. Das war so schlimm. Also wenn ich jetzt zurückdenke, lieber würde ich sterben, als das noch einmal so durchzustehen. Auf jeden Fall haben wir, ich weiß nicht, ich hatte etwa so 15% von meinem gesamten Tagesbedarf an Proteinen noch. Der Rest war fast schon ketogen. Und mein Training sah wie folgt aus. Zuerst 40 Minuten Rennen auf dem Laufband. Schon da. Ich renne nicht. Also die ersten 3-4 Mal bin ich gerannt und nachher habe ich gesagt, Burak, also ich kann es nicht. Da laufe ich lieber eine Stunde auf schnell laufe, aber rennen, ich kann es nicht. Ich bin nicht prädestiniert für zum Rennen. War zu schwer, oder auf Muskelmasse her. Auf jeden Fall bin ich dann 40 Minuten eigentlich gerannt zuerst und danach hatte ich ein halbstündiges HIIT-Training in Form von Supersätzen, leichtes Gewicht, alles am Schnürchen machen, so wenig Pause wie möglich und danach nochmal 40 Minuten rennen. Ich würde das nie mehr machen, wirklich nie mehr. Lieber würde ich nie mehr Wettkämpfe machen, als sowas zu machen. Ja. Das ging die ersten 2-3 Mal okay. Danach, wie gesagt, habe ich irgendwann gesagt, ich kann nicht rennen. Ich falle in Ohnmacht. Ich wirklich. Hä? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir eine Stunde lang schnell laufen auf Stufe 6 und danach mein HIIT und nachher wieder eine Stunde halt irgendwie laufen. Ich habe es dann irgendwann so abgeändert, weil ich halt zeittechnisch nicht hinterherkam, das waren echt lange und zähe Trainings, dass ich dann nach Hause gelaufen bin. Ich hatte immer so eine gut 55 Minuten, bis ich von meinem Gym nach Hause gelaufen bin. Also ins Gym, Laufband, HIIT und dann nach Hause spaziert, schnell. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie so viel Probleme für das Training, in meiner ganzen Karriere, seit ich Krafttraining mache. Und mir wurde auch 2-3 Mal schwindelig. Also ich habe dann auch schon fast schon ein bisschen mein Bewusstsein verloren. Und irgendwann musste ich auch eine Pause einlegen vom gesamten Training, weil einfach mein Cortisol-Level oder mein Stress-Level so hoch war, dass es wieder fast kontraproduktiv war. Auch für meine Psyche. Auf jeden Fall. Die Form kam, ich wurde sehr, sehr dünn. Wer mein Throwback ein bisschen gesehen hat, weiß, dass ich war wirklich so ein. Ich musste auch so Posen lernen übrigens. Also es gab ja verschiedene Posen. Und 2015 kam diese blöde Pinguin-Pose. Die meisten können sich wahrscheinlich daran gar nicht erinnern. Posen wird ja immer etwas abgeändert. Und wir hatten dort eine ganz komische Pose. Also, ich glaube, die sah so aus. Ich muss die mal zeigen. Also, normalerweise stehen Bikini-Athletinnen ja. So da, das wurde auch geändert, weil viele haben sich zu sehr abgedreht
und somit eigentlich zu fest bescheißt. Und somit musste man, weißt du es noch, diese Pose einnehmen. Komplett gerade, die Hüfte darf da nicht abgedreht sein. Und das war schrecklich. Vor allem, ich durfte meinen Quad nicht ausstrecken. Das heißt, ich musste meine Innerschenkel nach innen nehmen und von hinten ebenfalls. Und das sah so komisch aus und ich habe mich so schwer getan zu dieser Pose. Das sah auch bei anderen richtig scheiße aus. Ja, mittlerweile gab es das genau ein Jahr. Ich war leider genau 2015, wo es diese Pose gab. Und somit war das Posing-Auch-Training war irgendwie nicht so geil. Und ich hatte dann August, September, genau, hatte ich eine kleine Pause und danach ging ich nochmal ins HIIT-Training mit etwa 1300 Kalorien. Und das ist natürlich schon, ja, es ist nicht viel für das, dass man den ganzen Tag trotz 100% Job arbeitet und dieses Training noch macht. Und ich hatte keine Protein, also tendenziell fast keine Sättigung, weil das Fett auch etwa auf 50 Gramm war. Das ist für eine Frau minimal. Fett ist wichtig für Frauen. Auf jeden Fall kam es dann auch so, dass ich etwa eine Woche vor dem Wettkampf, also vor nicht der Schweizer Meisterschaft, sondern der internationale Cup, wo man sich qualifizieren muss, dazu, dass ich das Schlimmste, was passieren kann, krank werde. Nicht nur, dass der Bikini war damals ja da, nicht wie 2014, sondern ich wurde krank. Ich hatte komplett geschwollene Lymphen, ich hatte Fieber und wir haben dann gesagt, okay, statt das Entladetraining, das ich jetzt durchziehen müsste, mache ich eine Pause und gucke so 2-3 Tage vor dem Wettkampf, wie ich aussehe. Wenn es nicht geht, formtechnisch, gesundheitlich mal abgesehen, ist der Sport bzw. Wettkämpfe sowieso nicht das Gesündeste, aber noch so am Rande, die meisten leben 365 Tage nicht gesund und da kann man sich vielleicht auch mal davon absehen, dass 3 Monate in einem Kaloriendefizit zu leben, halb so wild ist. So. Auf jeden Fall habe ich dann den Wettkampf nicht bestreiten können, weil ich komplett aufgeschwemmt war, komplett nervlich am Ende und formtechnisch scheiße aussah. Ich sah richtig scheiße aus. Und so habe ich auch natürlich das mitgeteilt und Burak hat gesagt, hey, wenn ich jetzt hier dort auf die Bühne gehe, dann blamier ich mich. Und das möchte ich nicht. Zumal ich einfach auch nicht auf der Höhe war. Also war ich zum Arzt, habe mir ein Arztzeugnis geholt, habe mich für den internationalen Wettkampf abgemeldet, habe das natürlich dann auch der GV geschrieben, also dem Verband. Hey, sorry Leute, ich weiß nicht, wie es mit der Schweizer Meisterschaft aussieht, aber für die Qualifizierung muss ich mich leider abmelden. Ich komme mich sehr gern vorstellen. Normalerweise muss man sich auch vorstellen, wenn man nicht sich qualifiziert, musst du von einer Jury dich nochmal präsentieren oder zumindest formtechnisch dich beweisen, dass du da auf dem Wettkampf bist und nicht einfach so kurz dazwischen, hey, ich melde mich jetzt an für die Schweizer Meisterschaft. Und dann muss man schon eigentlich beide Wettkämpfe machen. Auf jeden Fall, sorry, ich sage immer auf jeden Fall, habe ich 2 Wochen danach, als die Schweizer Meisterschaft stattgefunden hat, sah ich gut aus. Nicht super gut, aber ich sah gut aus. Ich ging also auf die Bühne und ich hatte mega Freude, weil ich wusste, ich habe aus der Situation das Allerbeste gemacht. Platzierungstechnisch die schlechteste. Von all meinen Wettkämpfen war das die komplett schlechteste Platzierung ever. Ich hatte. Wieso? Nein. Ich habe Platz 10 gehabt. Ich hatte Platz 10. Und es war okay. Also es war, wie gesagt, ich habe wirklich das Beste aus meiner ganzen Situation gemacht. Und im Nachhinein muss ich sagen, auch da,
ich habe noch so viel dazugelernt. Also ich dachte, es wird mir, was 2014 schiefgelaufen ist, ist mir zwar 2015 nicht mehr passiert, aber natürlich viele andere Sachen, weil der Körper ist ja nicht dumm. Wir haben ein super, super intelligentes System. Der Körper merkt sich natürlich gewissen Sachen. Also die erste Diät, die du vielleicht in deinem ganzen Leben machst, wird die komplett erfolgreichste. Wenn du das zweite Mal das nochmal machst, wird sich dein Körper das merken. So, ah, okay, gleicher Vorgang, ich muss dagegen halten. Weil evolutionstechnisch möchte der Körper ja so viel wie möglich Fett einspeichern, um zu überleben. Das ist natürlich intrinsisch in uns drin. Und somit ist es natürlich nicht einfach, die gleiche Diät nochmal zu starten. Haben wir zum Glück auch nicht. Also wir haben am Anfang geguckt, wie weit wir kommen, weil das am humansten war. Und dann mussten wir natürlich schnell bei mir anziehen. Genau. 2015, muss ich ehrlich sagen, war intensiver, weil es natürlich länger gegangen ist. Ich hatte dort meine 16 Wochen. Und auch einsamer. 2014 habe ich sehr viel Fehler gemacht und war sehr spontan, habe ich mich ja auf diesen Wettkampf entschieden. Und es ging so schnell, es ging so, aber, also ich sage jetzt mal nicht der Schaden, aber das, was ich in dieser kurzen Zeit so erlebt habe, war einfach so, hat sich so eingebrannt in meinem Kopf, dass ich weiß, dass mich genau dieser Wettkampf so viel stärker gemacht hat. 2015 ebenfalls, man lernt immer, 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 immer dazu. Aber 2015 war einfach auch, war ich sehr viel alleine, habe sehr viel mich mit mir beschäftigen müssen, was jetzt nicht unbedingt das Problem ist, ich bin sehr gerne alleine. Aber so eine besondere Zeit ist es halt schon schön, wenn man jemanden an der Seite hat, mit dem man gewisse Gedanken teilen kann oder wo einem einfach auch motiviert. Ich hatte auch da natürlich Freunde und es gab auch da fast nur wieder die gleichen Leute, die mich unterstützt haben, aber es war doch halt nicht das Gleiche. Und ich glaube, heute wäre es völlig etwas anderes, weil ich, auch wenn ich alleine wäre, ich bin ja in einer Beziehung seit 5 Jahren und der letzte Wettkampf 2017 hat mich mein Partner, der Tim, begleitet. Das war übrigens der beste Wettkampf, jetzt auch mental wie formtechnisch, aber das kommt zum dritten Teil. 2015 war ich einfach noch sehr jung, würde ich jetzt mal behaupten, ich war dort 25 oder 26, ich glaube 25, und lebe dort wieder zu Hause. Ich bin dann kurzfristig nach Hause gezogen und ja, wie ihr schon aus dem ersten Teil wisst, ist es nicht unbedingt, ich komme nicht aus einer Sportfamilie, wo dieser Sport angesehen ist und verstanden worden ist. Das war einfach, ja, nicht einfach. Aber ich glaube, so habt ihr so einen kleinen Überblick, wie 2015 mein Wettkampf ausgesehen hat, auch kalorientechnisch und trainingstechnisch. Wirkt niemals mehr. Aber Erfahrungswerte haben sich ausgezahlt. Ich weiß jetzt, was ich will und was ich nicht will. Und ja, würde mich natürlich freuen über ein Feedback. Und ich versuche, den dritten Teil nächste Woche aufzunehmen, vielleicht sogar diese Woche. Und vielleicht ein paar Zukunftspläne mit euch zu teilen. Genau. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Summer heute. Mittwoch. Tim ist gerade am Kochen. Man sieht dich gar nicht. Zu klein. Trainieren. Nein, das wollte ich nicht sagen.